Die Landtagswahl rückt immer näher, aber habt ihr euch schon entschieden? Zum Glück gibt es am Donnerstag die Chance, die Lausitzer Landtagskandidaten kennenzulernen. In der Friedrich-Ebert-Straße 21 im Café Zelich wird es um 18.30 Uhr eine Podiumsdiskussion geben. Und dazu sind alle eingeladen. Für uns ist es vor allen Dingen wichtig, dass die jungen Menschen die Person hinter dem Politiker kennenlernen, weil wir glauben, dass es vor allen Dingen wichtig für junge Menschen ist, dass die Menschen dahinter authentisch sind, dass sie das, was sie sagen, auch so meinen und dass sie die Interessen der jungen Menschen auch wirklich nah am, sagen wir mal, Jugendlichen vertreten können. Es bringt ja nichts, wenn die jungen Menschen sich dann vielleicht hinterher in den Parlamenten die Reden anhören und das Gefühl haben, sie werden überhaupt nicht repräsentiert, weil sie weder die Sprache, die manche Politiker dann an den Tag legen, verstehen oder alles so verklausuliert ausgedrückt wird, dass eigentlich auch wieder völlig undeutlich wird, was eigentlich gemeint ist. Und daher ist es für uns gerade wichtig, dass es hier bei diesem Forum darum geht, die Politiker kennenzulernen als Mensch. Wir haben das Ganze als quasi zwei Veranstaltungen in einer geplant. Auf der einen Seite werden wir das Ganze streamen, aber ihr könnt auch bei uns auf die Seite schauen. Dort werden wir es auf Instagram unter anderem streamen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns vorher eure Fragen schickt. Also bitte fleißig Fragen schicken, meldet euch an. Es gibt ein Anmeldeformular, was ihr auch auf unserer Seite findet. Und dort ist es für uns natürlich auch wichtig, rauszukriegen, wo liegen denn eigentlich eure Interessen, was brennt euch denn jetzt gerade unter den Nägeln. Am Donnerstag, den 12.09., 19 Uhr, hier im Café Zelich. Einlass ist ab 18.30 Uhr, kommt gerne vorbei, sagt es euren Freunden. Und ja, es wird für kühle Getränke gesorgt sein, auf jeden Fall, weil wir haben ja die Bar nebenan. Und sowohl während der Veranstaltung wird es möglich sein, natürlich seine Fragen noch spontan zu stellen, wenn ihr jetzt vorher keine Fragen für euch gefunden habt, sondern sich während der Veranstaltung halt so die eine oder andere Frage ergibt. Aber es wird auch so sein, dass wir nach der Veranstaltung natürlich noch ein kleines Zeitfenster haben, wo ihr mit den Kandidaten noch mal ins Gespräch kommen könnt. Die Teilnahme ist kostenfrei, also kommt vorbei und stellt eure Fragen.